So, und wer ist da gleich da, wenn man tanken möchte? Die Polizei. Fühlen wir uns gleich mal wohl. Grüß Gott! Servus, Adrian. Grüß dich. Wo fahren wir hier heute? Weiß ich nicht. Ha, ich schon. Ist das unser Auto? Nicht, oder? Das ist ein genialer A3 mit Bildschirm ein- und ausgefahren. Wir haben jetzt unser nice Auto. Wir haben den wunderschönen Tiguan ja verkauft. Wir kommen gar nicht vor der Stelle, also wir können uns gar nicht holen, das Auto. Ah, ESP off. Wie man sieht, bei uns ist ein bisschen Schneechaos. Ein bisschen ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Bei uns ist wirklich Schneechaos. Schon so die letzten 5-6 Tage durchgeschnieben. Also so richtig bärig. Man sieht so Schneehaufen, die haben so hoch wie der erste Stock. Da kann da mal ein Lastwagen drunter hängen. Wir sind unterwegs und holen uns ein neues Auto. Und zwar einen schwarzen. Ferrando ist noch nicht. Ihr seid ja narrisch, dann dauert das Video bloß 30 Sekunden. Nein, wir sind unterwegs zu Dani zum Osenstädter. Ich bringe mein Renngerät, den 1 Liter TSI A3, wieder zurück. Den habe ich die letzten 3 Wochen gehabt, über Weihnachten. Weil unser Tiguan ist ja verkauft. Den hat die Nina jetzt im fast Originalzustand. Kein Luftfahrwerk, keine großen Radl, nichts mehr drauf, nichts mehr drauf von uns. Lediglich die Revo Stage 1 ist geblieben. War schon eine schöne Zeit mit dem, aber das Neue ist natürlich immer der Feind des Besseren. Ja, lasst euch überraschen. Adrian und ich fahren jetzt einmal Richtung Traunstein und dann geht's weiter, wenn wir bei der Dani waren. Oder sind. Sind wir schon da? Okay, wir beim Osenstädter. Wir gehen jetzt direkt zur Dani und schauen mal, ob unser Auto schon ready ist. Ich bin schon so aufgeregt. Folgen Sie mir unauffällig, Herr K. Schaut aus wie bei uns. So, er reinspaziert. Bonjour. Ciao, Bella. So, jetzt seid schon nervös? Mega nervös. Bitte schön. Sehr geil. Wissen wir aufgeregt, dass ich bin wegen meinem Auto. Das ist wie eine neue Liebe. Mhm. Ich habe da wieder was ganz Besonderes ausgesucht. Also an der Stelle schon mal Respekt. Ein richtig schönes Auto hätte ich jetzt auch genommen, wenn ich es jetzt gekriegt hätte. Gell? Sagst du? Ja. Auch von der Ausstattung her richtig schön. Also ich glaube, es gibt nichts, was das Auto nicht hat. Von dem her, ja. Darf jeder gespannt sein. Bin ich gespannt. Verraten wir jetzt viel. Ich sag nur nichts. Das Beste war eigentlich, als ich gesagt habe, was ich brauche. Weil ich habe dir eine Mail geschrieben, als du mich gefragt hast, was braucht das Auto? Außenschwarz, innenschwarz, himmelschwarz und alle Optionen. Yep. Also normalerweise könnte jeder Verkäufer froh sein, wenn er die Infos kriegt zum Auto suchen. Es war tatsächlich dann gar nicht so leicht, weil alles kriegt man halt dann doch wieder nicht. Aber ich glaube, zum Schluss waren noch 2 Autos zur Auswahl. Genau. Bloß der hat keine Liedersitze. War doch ein Geruch mit der. Ja, was unserer doch wieder hat und ja. Ein Haufen mehr. Gehen wir mal. Schauen wir uns an. Wir verraten aber noch nicht, was es ist. Noch nicht. Und wir zeigen auch noch nicht, was es ist. Das Interview. Dani W. Wir sind am Auto. Highlights. Wir haben schon gesagt, wir haben eigentlich alles. Ja. Alles. Also alles. Es gibt, glaube ich, kein Hackel, was man bei dem Auto nicht gesetzt hat. Na, wenn jemand was findet, dann wäre er schon gut. Okay, also wenn ihr was findet, was das Auto nicht hat, Bescheid sagen. Ja, wir glauben es nämlich nicht, dass es nicht hat. Nicht hat, genau. Ja. Man muss sagen, der ist ja nicht ganz neu. Das ist unser erster nicht ganz neu. Mhm. Wir haben ja schon 4 Autos gemacht. Ja.
Und zwar den schwarzen Antern von euch. Mhm, Luftfahrwerk, schön tief. Die Luftfahrwerk, schön tief, war einer von den ersten mit den TTRS-Fängen. Genau. Haben wir einen drin gesetzt, habe ich mehrere Laternen dann gesehen. Mhm. Dann haben wir den schwarzen Q2 gemacht. Richtig. Mit den 21 Zoll Fängen. Gibt es immer noch keinen Q2 mit 21 Zoll Fängen bisher? Richtig genial. Ja. Unseren TTRS, den hat vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen, irgendwo. Oder gehört. Oder ist schon mal überholt worden. Kann auch sein. Und unseren Tiguan. Unser Tiguan war das letzte Auto, was wir als Daily gehabt haben. Man sieht schon so ein bisschen All Black, zeigt sich durch die ganzen Autos. Mit Ausnahme vom TT. Mein Schwarz ist eure Lieblingsfarbe. Ja, also von der Schnur bis zum Hang, gell, ist alles schwarz. Jetzt zum neuen Auto. Jetzt haben wir die alten Schinken rausgeholt. Was hat er? Highlights vom neuen Auto. Das weiß ja noch keiner, was es ist. Also können wir da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Motorisierung könnte man zumindest sagen, aber schön sportlich. Ja, 2 ja. Liter. Ja. Sagen wir, bleiben wir bei 2 Liter. Ja. Da schauen wir später nochmal unter die Augen, wenn wir es dann wissen. Von der Optik her natürlich haben wir ein Modell, was nicht so oft auf der Straße ist. Mhm. Bei uns zumindest. Genau. Kollege in Russland sagt, das ist, glaube ich, das meistverkaufte Auto in Russland. Okay. Ganz komisch. Зарплату последнюю дали это марта за ноябрьскую месяц. Ich sage mal so, angefangen. Wir haben jetzt für die bedienende Bedingung natürlich Standheizung, was wahnsinnig toll ist. Geil. Das Gegenteil wieder für den Sommer, Schiebedach. Also ein bisschen Cabrio-Feeling haben wir auch mit dabei. Ja, Panoschiebedach. Wichtig, damit man auf die ganzen Treffen kommt, wenn ein Auto mal nicht fahren kann, Anhängerkupplung. Okay. Gut, für den TT zum Zählen. Ich glaube, über 2 Tonnen können wir zählen mit dem Mann. Richtig. Ja. Wir haben innen Leder, das haben wir schon gesagt. Alle Hackl. Also Leder ist eine Massagefunktion. Ist mega, wenn man mal wieder von Surberg nach Holland fährt. Zum Beispiel, ja, bei solchen Strecken. In die VW oder aufs Great Street Performance Treffen nach Belgien, 1100 Kilometer einfach. Genau. Das ist dann gar nicht so schlecht, wenn man mal die kleine Teilnahme in der Rücklehne drin hat. Mhm. Wir haben Active Info Display, das sind so ein bisschen Spielereien im Display, macht das Ganze auch mal ein bisschen, macht mehr Spaß. Digitales Cockpit. Ja. State of the Art. Genau. Wir haben das große Navi mit dabei. Mhm. Wir haben ein Assistenzsystem, dass das Ganze auch bei langen Fahrten Spaß macht, ein Abstandstempomat. Wir haben einen Spurhalteassistent, wir haben einen Spurwechselassistenten, wir haben automatisches Ablenden, wir haben LED-Scheinwerfer auch mit dabei. Mhm. Das heißt dann auch nachts, dass er auch automatisch abblendet, ist erledigt. Meine Eier, blöd! Ich überlege gerade, was du noch selber machen musst. Hat der Matrix? Nein. Nein, gibt's bei dem. Gibt's oder bei dem? Nicht. Verwöhnter Audi-Fahrer. Der TT, der Matrix hat auf der Autobahn, dann ist es egal, ob es Nacht ist oder nicht. Da siehst du halt einfach weit. Aber ist nicht so schlimm. Wenn es nicht gibt, gibt es nicht. Ja, es gibt so viel. Fällt dir irgendwas ein, was ich vergessen habe? Das Allergeilste, was ich finde. Oh, was habe ich dann da vergessen? Doppi von draußen. Ah. Sie fahren wie in der S-Klasse. Aber mit Kaffee der S-Klasse, ja, nicht bei dem. Der Konkurrenz. Sagen wir es so. Genau. Nein, Doppelverglasung, ja. Ich bin echt gespannt. Ich kenne es vom Marc Simon-Theon, von dem Roden, aus Hannover. Da sind wir mal auf der Autobahn vom Münchner Flughafen retour gefahren mit 230 und ich bin drin geguckt im Auto so. Ja, eigentlich nichts, gell? Kein Motor, keine Windgeräusche, nichts, keine Bremsen. Ja, gut. Coole Sache. Coole Sache. Also jetzt kommt es zum Auto. Adrian, sagt es euch. Vielleicht will er nicht. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out.
warum auch das Auto unser neues Auto ist, DQ500 Getriebe. Weil DQ500 Getriebe im Gegensatz zu dem neuen DQ381 deutlich besser schaltet, deutlich angenehmer zum Fahren ist, bessere Logik. Wir haben so einen TTRS, der Tiguan hat auch DQ500 gehabt, im 150 PS Diesel. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so oft. Kodiak hat es, Passat, TT, RS aber nur, RS3, Tiguan. Mehr haben sie nicht. Genau. Aber 220 PS kann man natürlich nicht lassen. 6,8 Sekunden kann man auch nicht lassen. Also das war ja Standard. Und wir machen ja alles, was nicht Standard ist. Deswegen werden wir da ein bisschen Revo Love machen müssen. Ich verrate noch nicht zu viel. Wir machen eine volle Doku von allem. Sobald die Straßen mal wieder mit Teer gesegnet sind und nicht mehr komplett zugeschnitten, wie es jetzt da draußen ist mit Schneechaos und keiner fährt irgendwie weiter. Werden wir mal testen, auch 100 auf 200, es gibt nämlich keine 100 auf 200 Zeit für dem Auto. Ich habe das ganze Internet durchgeschaut. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer dir den heiligen Schlüssel zu überreichen. Danke. Mit Fabi? Ja, natürlich, noch mit dir noch dran gehängt. Die Unterlagen? Yes, mit jungfräulichen Fahrzeugscheinen. Genau. Und natürlich noch eine Kleinigkeit, und zwar ein kleines Glücksschweinchen, dass ihr ganz viel Freude mit dem Auto habt, allzeit gute Fahrt und auch ganz, ganz, ganz viel Freude. Sau gut. Vielen Dank. Freut mich. Schaut ja alles drauf. Alles, was man braucht. Maikäfer, Kleeblatt, nur ein Maikäfer, alles. Sau cool. Danke. Freut mich. Mich auch, und ich bin schon gespannt, wie er am Ende ausschaut. Das? Ja, ich weiß ja schon, aber ihr wisst es nicht, Dani weiß es nicht, Adrian weiß es nicht, aber da fahren wir mehr in unseren nächsten Videos. Also, ich hau jetzt ab. Ciao, Bella. Gute Fahrt. Bis bald. Ciao. Erste Fahrt, wo wird's hingehen? Nicht zu uns in die Firma, sondern Adrian. Danke! Danke! Der ist zwar jetzt noch naja, fast halb voll, aber wir fahren ja nicht mit 0815 Sprit. Wir fahren zur blauen Lagune. So, und wer ist da gleich da? Wenn man tanken möchte? Die Polizei! Fühlen wir uns gleich mal wohl. Sicher fühlen wir uns. So, sind wir da beim heiligen Sprudel. Aral Ultimate 102, beste Sprit, den es gibt. Wir tanken jetzt auf, testen mal alles, was zum Testen geht. Wie ich vorher schon gesagt habe, 0 auf 100, 100 auf 200, Insurik-Messung machen wir. Und dann geht's weiter. Nein, der ist noch nicht voll. Also, wir sehen uns im nächsten Video.